Ja. Und wie wir in diese prekäre Situation gekommen sind und vor allen Dingen, wie wir wieder rausgekommen sind, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Eine spannende Durchfahrt der Fahrer zu beobachten, schalteten wir unser Navigationsgerät ab und folgten nur noch den Pfeilen, die für die Tour de France extra am Straßenrand angebracht wurden. Vorbei an schon mehreren wartenden Wohnmobilen fuhren wir Richtung Serpentinen, denn unsere Idee war, oben am Pass zu stehen. Gesperrt für Fahrzeuge bzw. LKWs über 19 Tonnen. Okay, kein Problem für uns. Schauen, wie wir zurückmachen. Ja. Weil das alles jammern und lamentieren hilft jetzt nichts. Ja, nein, zurück war nicht mehr zu denken. Wir mussten da jetzt einfach durch. Uns war bekannt vom Plan her, dass es viele Serpentinen sind, wie viele exakt, wussten wir jedoch nicht. Wir wussten auch, dass es eng wird, aber wie eng, das wussten wir auch nicht. Und es war teilweise verdammt knapp. Und dadurch, dass die Serpentinen bis zu 9% Steigung haben, musste ich auch aufpassen, dass unser Fahrzeug nicht zum Stillstand kam, weil es sonst zum Rangieren schwierig geworden wäre. Aussicht natürlich fantastisch und einmalig,
Allerdings konnten wir die nicht so ganz genießen. Wir hatten uns da mehr auf die Straße zu konzentrieren. Das einzige Problem, was jetzt noch auf uns zukommen könnte, wäre Gegenverkehr. Gegenverkehr oder noch engere Kurven, das war unsere Befürchtung, denn wir hatten Respekt vor jeder 180-Grad-Kehre. Manchmal ist es einfach so im Leben, da muss man einfach durch, so nach dem Motto Augen zu und durch. In unserem Fall natürlich besser Augen auf und hoch. Könnten wir uns sowas aussuchen, bitte? Aber wieso steht das hier uns? Ja, das ist ja irre. Dann trafen wir auf einen Mann und auf eine Frau, die gerade dabei waren, für die Tour de France die Straße zu bemalen. Dass sie uns freundlich zugewunken haben und nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat uns dann ermutigt, dass die Chance groß ist, dass wir das eigentlich schaffen. Der Ausblick ist auf jeden Fall fantastisch. Ja, du guckst jetzt nicht nach dem Ausblick. Ja. Und hoffentlich müssen wir dann morgen wieder runter. Nein, das ist nicht.
um das nochmal klarzustellen, das war eine ganz blöde Situation, in die wir uns da selbst hinein manövriert haben. Und im Prinzip ist es auch gar nicht lustig, denn wäre etwas passiert, wäre natürlich die Schuld bei uns gelegen. Und auch die Vollkaskoversicherung hat bei grober Fahrlässigkeit, was in diesem Fall vorliegt, das Recht, den Versicherungsschutz zu entziehen. Haftpflichtschäden würden natürlich auch bei grober Fahrlässigkeit bezahlt. Aber was nutzen den Menschen Graben? Schwein muss er haben, und das haben wir in diesem Fall eben gehabt. Juhu, wir haben es geschafft. Und wir haben es nicht nur geschafft, sondern wir hatten auch einen perfekten Platz gefunden. Wir standen zwar so schräg wie noch nie, aber an einer wunderbaren Stelle kurz vor der Bergwerdung. Die Tour de France musste direkt an uns vorbeikommen. Ein weiteres Wohnmobil stand auch schon da und wir stellten uns dazu. Wie gesagt, sehr schräg, aber äußerst glücklich. Und unser Glück wurde dann beendet, als die Polizei vorbeigekommen ist und gesagt hat, wir müssen wieder wegfahren. Kampflos wollten wir den Platz natürlich nicht aufgeben. So kam es zu einer Diskussion und die Polizei hat sich dann auf einen Kompromiss eingelassen. Wir müssen noch etwas weiter in die Wiese hineinfahren und dann können wir zur Tour de France stehen bleiben. Nächsten Morgen kam dann noch ein Wohnmobil dazu und noch mehrere PKWs. Jetzt stand dem Vergnügen nichts mehr im Wege. Wir schmückten unser Wohnmobil und warteten auf die Fahrer. Die Serpentinen, die am Vortag wir gefahren sind und jetzt gleich die Fahrer der Tour de France hochkommen. Thank you.
Also das war jetzt eine Tour, die sind direkt an uns vorbeigegangen. Das war bis jetzt das Spannendste, was wir erlebt haben. Und vor allen Dingen schon die Anfahrt, die war äußerst spannend. Die war heiß, die war heißer als heute die Sonne scheint. Ich bin bloß froh, dass der Gustl nicht länger ist als 6 Metern. 6 Meter? Unser Gustl ist 7,49, also fast 1,50 Meter länger. Und ich kann euch sagen, wir sind Serpentinen gefahren, die waren nur für 6 Meter Länge geeignet. Wir haben das Schild zu spät gesehen. Also es war so, unser Navi haben wir schon ausgeschaltet gehabt und sind nur den Tourschildern nachgefahren. Die sind alle mit Pfeile beschildert, auf der Suche nach einem guten Platz. Und dann kam auf einmal ganz überraschend ein Schild, 6 Meter Länge ist uns gesperrt. Ja. Und wir waren da schon vorbei und dann waren wir schon drinnen in den Serpentinen und dann haben wir gedacht, da müssen wir halt jetzt irgendwie rauf. Aber ich sag's euch, manchmal habe ich Blut und Wasser geschwitzt, dass ich mir nicht hängen bleibe. Denn ich habe gedacht, wenn wir jetzt hängen bleiben, steil also, und eng, ja. Ja, und wenn wir nicht durch die Kurve kommen, oh, also ich habe uns schon mit dem Abschlepper und weißt du, Kuckuck alles gesehen. Aber es fehlt einfach das Vertrauen in den Fahrer. Nein, da hatte ich nicht. Also ich hatte keine Angst, dass wir eventuell abstürzen könnten, weil es war ja wahnsinnig eng und rechts ging es total der Abgrund runter an manche Stellen. Wir zeigen euch die Strecke. Ja, sondern meine Befürchtung war einfach nur, dass wir hängen bleiben. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe auch vor jeder Kurve Respekt gehabt, ja, weil ich nicht wusste, was hinter der Felswand kommt. Aber wir haben es dann schlussendlich geschafft und haben dann auch sind dann in die Ortschaft noch reingefahren, haben wir gesehen, da kommt die Bergwertung gleich und da wollen wir nicht stehen, weil da geht es ja gleich bergab. Mhm. Also sind wir wieder zurück aus der Ortschaft raus, da stand der einsame Camper und ein schräger Platz neben ihm war frei. Ja, den haben wir halt dann eingenommen und kaum waren wir gestanden und haben die Schräge ein bisschen ausgeglichen. Also wir waren so schräg gestanden wie noch nie. Dann kam schon die Polizei und hat gesagt, you have to leave, ja. Da wollten wir uns dann beide nicht vertreiben lassen, als der schon da gestanden ist und wir auch nicht. Dann haben wir mit den Polizisten diskutiert auf Englisch, Französisch. Mit Händen und Füßen. Mit Händen und Füßen. Und der zweite hat dann ein Buch rausgekramt, ja, und hat nachgelesen nach den Statuten und haben uns darauf geeinigt, wir müssen noch einen Meter weg von der Straße. Nein, 2 Meter. Insgesamt 2 Meter, ja. aber noch einen Meter. Und dann dürfen wir stehen bleiben. Und dann haben wir uns ein bisschen umgefahren. Und wir waren nicht viel besser gestanden. Also das war die schrägste Nacht in unserem Leben. Ja. Ja. Wir sind ja schon was gewohnt und wir halten auch was aus. Ja. Mhm. Aber das war schon ein bisschen unkomfortabel. Das Weinglas ist vom Tisch runtergelaufen. Ja. Runtergerutscht, Mensch. Runtergerutscht, also nicht ganz mehr. Wir mussten da eine Tischdecke auflegen, damit es nicht alles runterrutscht. Aber schlussendlich muss ich sagen, das war ein ganz, ganz toller Platz. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir im Fernsehen getroffen wurden, denn wir waren ja bei der Spitze dabei, Hubschrauber war dabei und alles, also das schauen wir jetzt danach und wenn wir im Fernsehen drinnen waren, blenden wir euch das natürlich ein, das tun wir abfilmen. Ja, also und das war wirklich ein toller Platz und wir waren ja dann nachher nicht mehr nur zu zweit, sondern es kamen dann auch noch andere Camper und Zuschauer, also alles ein Mögliche. Ein Camper war noch da. Und Zelt waren sie da und dann natürlich viele mit BKW. Ja, und es war eine richtig tolle Stimmung. Also ja,
es war richtig schön. War also mir hat es da wirklich gut gefallen. Im Vergleich zu dem, was wir gestern erlebt haben, wo wir einsam an dem Parkplatz waren, ja, war das jetzt heute mal richtig Stimmung und auch nicht schnell vorbei, sondern also richtig Matze vorbeifahren sehen. Das war richtig gut. Mhm. Also es war super, wir waren zufrieden und jetzt fahren wir weiter nach Richtung Fallois. Ja. Und da hoffen wir, dass wir auch nochmal eine schöne vierte Tour haben und dann ist das alles erledigt. Dann ist die Mission Tour de France zu Ende. Jawohl. Also ein Teil kommt auf jeden Fall noch. Mhm, genau. Und wäre schön, wenn ihr da auch noch dabei bleiben würdet. Wir würden uns freuen. Ja. Also, bis zum nächsten Teil. Natürlich haben wir zu Hause alle Etappen auf den Sendern One und ARD aufgezeichnet und danach betrachtet. Und hier haben wir abgefilmt vom Fernseher nochmals die Serpentinen, die wir hochgefahren sind. Hier bin ich gut im Bild zu erkennen. Die Ursi. Und dann haben wir noch viel Bildmaterial aus dem Fernseher, also auch von Eurosport, von Zuschauern zugeschickt bekommen. Dafür recht herzlichen Dank. Als das Spektakel vorbei gewesen ist, verabschiedeten wir uns von unseren freundlichen französischen und auf der anderen Seite unseren freundlichen britischen Nachbarn. Klugerweise drehten wir das Auto und fuhren diesmal in die andere Richtung, um den Pass zu verlassen. Durch das schöne Städtchen fuhren wir zurück. Hier sind wir an der Bergwertung, die gerade abgebaut wird. Unser Ziel war, am nächsten Tag die nächste Etappe nochmals zu verfolgen. Die Richtung war Col de Galibier, denn von dort sollten die Fahrer dann hereinkommen. Und wir fanden auch tatsächlich ein wunderschönes Stellplätzchen, danken natürlich auch der Organisation und der Aufmerksamkeit von der Ursi.